So, Leute, weiter geht's. Da ist er. Ja, warte mal kurz, ich mach mir mal kurz hier ein. Eine Axt, von der habe ich auch nicht da. Ich habe auch keine Axt. Gehen wir, glaube ich, in Gebiete, wo du selbst noch nicht warst. Ich? Nee. Oder? Warst du tiefer als das hier? Ja. Geh schon mal rein. Ich bin tiefer gefallen. Ja. Da war ein Loch, das war noch viel, viel tiefer. Aber das ist, wir gehen ja natürlich jetzt gerade in eine andere Richtung. Ja. Also jetzt da, wo ich noch nicht gewesen bin. Also ich bin in einer anderen Höhle gelandet schon mal. Wenn du die Treppen folgst, dann kommst du automatisch zu uns. Ja, genau, Dex, zu uns. Ich bin auch irgendwo nirgendwo gewesen. Achso, okay. Boah, wo ist jetzt das untere Ende der Treppe? Das ist viel interessanter. Da möchte ich nämlich weiter anbauen. Ich habe mir jetzt ein Bett gebaut, das stimmt, ich mir da unten reinschneiden. Oh, guck mal, da rechts. Neusport, ne? Mhm. Muss ich jetzt nicht immer von ganz Timbuktu aus losgehen. Mhm. Zeig mal. Hast du gesehen? Gnome? Hm? Das rechts? Es ist ein Kobaltschwert, wenn wir richtig sind. Nicht gerade durch die Karte gepackt. Und ich bin wieder oben. Nice. Einfach durchlaufen, erstmal ignorieren. Oh Gott, hier geht's. Guck mal, genau, wie tief es noch hier reingeht. Wieder an der Tageslicht. Okay. Das heißt, ich hab ja auch Alter, wie tief geht's denn hier? Das ist halt immer hier rum. Siehst du die, also den Weg, siehst du hier runter? Siehst du die Fackel? Ich hab noch mehr gefunden. Ja, die da hinten. Ja, sie kommt nicht. Ich muss mal gerade hier zwei Spinnen mit. Unbekannt. Oh. Ist das hier? Das ist, das ist Kobalt. Hier. Hm? Next, hier da die Fackel. Ja, ich komm sofort wieder. Ich muss mal kurz was zu trinken holen. Schnell. Okay. Also ich kann die da nicht verfolgen. Da ist schon blauer Goblin, ein Roboter. Okay. Und drei Spinnen. Ach Gott, das ja, kein Ding. Oh. Aber noch kein Kobold. Aber ich kann Schaden an dir machen, okay. Das heißt, du Kobold hattest gerade nur ein anderes Problem. Und? So, sorry. Ich muss mal kurz schnell was zu trinken alles, holen. Alles gut. Mach das, das ist doch kein Thema. Das. Hier hinter mir, da unten Kobold. Da unten. Ja, du hast irgendwie ein Tier neben dir, das will irgendwas von dir. Der ja, ich Kobold, das. Den habe ich eben schon gehauen, der ist eigentlich tot. Nee, ist bei mir wieder voll im Leben. Oh, ja, da unten bin ich gestorben gewesen. Da warst du dunkel. Ich sehe gar nichts hier unten. So, jetzt habe ich Kobalt. Also direkt rechts neben dir ist jetzt Kobalt. Und da unten, wenn du runtergehst, gibt es ganz viel Kobalt. Oh, richtig viel. Ach man. Oh ja, Gott, ich falle immer tiefer. Ich komme gar nicht mehr wieder hoch. Was ist denn los? Aber Fund hatte ich auch so ein gefunden. Gucken, ob ich das abarbeiten kann. Kaspar. Ja. Das müsstest du mit dem Wolfram-Bohrer jetzt kriegen. Deswegen hatte ich das ja gesagt. Es ist schon echt böse hier mit der Dunkelheit, ne? Das ist, aber die Fackeln schaffen das nicht mal auszuleuchten. Nee, das wird auch immer dunkler, umso weiter, umso tiefer du kommst, ne? Wer kämpft hier gerade? Ich kämpfe gegen Roboter. Nee, irgendjemand kämpft gegen Wilderer. Buffy? Nein, ich bin oben. Gnome? Ich hab auch gerade nichts. Vielleicht bohre ich auch gerade irgendwas an. Bohrst du einfach so ein Wilderer an. War schon immer ein Traum von mir. An Leuten rund zu bohren? In die Nase bohren. Das kann ich selber. Bohrer, ja. Der eine baggert Leute an, die anderen bohren sie an. Ja, Moment, ich dachte, das mit dem Bohren kommt nach dem Baggern. Nee, nach dem Bohren kommt reparieren. Jetzt meinst du das Füllen? Aus. Ja, Füllen, genau. Das ist aber ein Riesenader hier, was ich hier habe. Alter, die hört gar nicht mehr auf. Guck mal hier, wie weit ich hier schon reingebohrt habe in den Berg. Das ist doch schön, das ist doch schön. Eisen. Das hört gar nicht auf. Die nächste Treppe setzen. Oh, jetzt schmeißen wir das Gold erstmal zusammen. Das hört echt, das hört nicht auf. Mist. Aufgehört. Nö, da geht's noch weiter. Gesagt, ne? Nee, da geht's noch weiter nach unten. Alter. Alter. Holz. Gut, geht Hammer weit nach unten. Ja, ich bin da so weit runtergefallen, dass ich. Ich finde das da, Tages ich nicht find aber. Ich, ja, das ist das ja. Wahrscheinlich. Ich werde das auch nie wieder zurückfinden. Das. Weg gut merken. Ey, krass, das geht ja immer weiter runter. Nö, ich bohr mich einfach nach oben wieder. Gnome, kennst du doch die. Weißt du noch die Stelle, wo du mir das mal gezeigt hast? Wo war's halb da? Ja. Nicht komm mal zu mir, guck mal, wie die schon reingebohrt haben und es ist immer noch nicht fertig. Das ist so ein Kobalt, ernst. Hier, guck mal hier.
Hier. Hallo Dex, ich sehe dich kaum noch. Alter, hier. Fällt dann diese Dunkelheit. Massive Dunkelheit. Es geht, es hört gar nicht auf, dieses Vorkommen hier. Was ist denn das? Macht mir irgendwie schon ein bisschen Angst. Oh, hier oben drüber ist auch eine ganz wundervolle Höhlenlandschaft. Hä? Hey. Okay, das war jetzt... Ich glaube, ich habe hier einen Baum, der spackt irgendwie. Ein Baum, der spackt? Kann gar nicht sein, in dem Spiel spackt gerade gar nichts. Ja, ich aber auch sagen, nicht. Ist alles genau so, wie es sein muss. Ja, ich habe ihn nicht mal angefangen abzuholzen. Okay, jetzt ist... Ich glaube, das Spiel ist durch. Mit dir? Was meinst du mit durch? So wie wir, oder... Ist gut durch. Ja, weil ich wollte eben einen Baum abhacken. Mittelgar. Der Baum ist, ich habe ihn einmal angetickert. Dann ist er plötzlich umgekippt und einfach auf dem Boden liegen geblieben. Und jetzt steht er einfach wieder vor mir und das Bild flimmert immer so ein bisschen. Und man sieht den Boden so, Baum auf dem Boden liegen. Und ich denke mir so, hä? Dann greift mich ein Goblin von hinten an. Greift mich an und slidet plötzlich rückwärts zurück. Okay. Alles ein bisschen... Alles vollkommen okay. Der Schnee vorm Haus ja, kann die Bäume nicht hier auch, das ist, ich kann das die Bäume auch hier auch nicht abbauen, weil die hat wo jemand schon abgebaut, aber das Spiel sagt, sind noch da. Versuch's mal bei einem anderen Baum. Ja, tue ich gerade, aber irgendwie ist der ganze Wald irgendwie verpackt. Das kann auch sein, dass du es einfach jetzt nicht abarbeiten kannst. Ja, du ich bin überdeckt, wo wir durchlaufen konnten durch die Bäume. Problem, ich bin jetzt hier ganz durch und jetzt muss ich gucken, dass ich wieder zurückkomme. Den also Baum hier kann ich auf jeden Fall aufbauen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Fackeln, ab dieser Höhe brauchst du gar fast gar nicht mehr. Die machen nichts hell. So gerade noch so. Krass. Der Gradius ist vielleicht aber auch noch kleiner geworden. Oh, du hast einen goldenen Roboter hinter dir. Und der kommt gerade ganz schnell zu dir, Gnome. Hinter dir? Oh, siehst du? Ja, den sehe ich sogar. Den können wir mal platt machen. Ja, wenn er schafft. Ansonsten jetzt? Lassen wir ihn da. Na komm, wir gehen da hin. Hauen ihn um. Ja, ist doch nichts wert hier. Also ich fühle mich von diesem Baum jetzt gerade ein bisschen verarscht. Ich habe ihn durchgearbeitet. Er ist umgekippt. Steht jetzt wieder vor mir mit dem Loch in der Mitte, das jetzt wieder weg ist. Ich komm runter. Aber ich habe kein Holz daraus bekommen. Wo ist denn jetzt? Gut, versuchen wir ihn jetzt nochmal abzuarbeiten. Der will nicht zu uns. Der will gar nicht zu uns? Nö, der ist hier durchgelaufen. Jetzt bin ich irgendwie genau das gleiche. Der gestürzt und dumme Bäume. Nee, kannst du nicht kaputt machen. Ich kaputt machen, Roboter. Hallo Grünhaut. Was ist denn hier los? Alter, was? Wieso hast du auf einmal 2000 Leben? Ja. Okay, ich kann keine Bäume mehr abbauen irgendwie. Ja, Neustadt Waffe. Ich glaube, das ist das Einzige, was dir jetzt hilft. Ja, weil irgendwie ist das nichts. Aber dir ist es ja eigentlich kein Problem, neu zu starten. Weil es geht ja, wenn ich jetzt neu starte, ist dann die alle raus. Definitiv. So. Das ist echt verarscht. Okay. Ich baue den blöden Baum ab. Man hört das Knacken, man sieht das Loch, aber es passiert nichts. Wir sagen uns, wir denken uns nichts dabei. Hä? Wir haben einfach nur das gehört, was du gerade gesagt hast und fertig. Keine wilden Fantasien, Leute. Weißt ja nicht, wo du schon wieder daran denkst, Dex. An Bogen. Nasenbohren. Ja, das sowieso. Jetzt bin ich hier in dieser Höhle ein Stück nach unten gefallen. Jetzt muss ich irgendwie einen Weg nach oben finden. Ich kann dir nicht mit Licht helfen, ich habe nämlich auch keine Fackeln mehr. Das ist okay. Ich müsste ja nur die finden, die vorhanden sind. Denkst du, was ihr jetzt machen müsstest, sind diese Kronleuchter für mehr Licht. Das wäre auch mal was. Wir müssten wieso mal eine unterirdische Zwischenbase machen. Einfach nur so ein Zwischenlager. Ich glaube, das kannst du auch sogar. Klar. Bauen kann man da überall. Das ist nicht das Problem. Du musst das aushöhlen dementsprechend. Oh, mein Fuß. Ich hab jetzt auch 70 Gold wieder. Sauber. In der Tasche. In der Tasche. Eine gemeinsame und 20 Wolfram Kobalt. Goldader. Ist das schön. Cool, ich hab, ich glaube 32 Kobalt bis jetzt. Ich bin mit dem Kobalt auf einmal ziemlich glücklos. Echt? Ich hab da unten so viel gesehen. Ja, ich. Ich hab, du bist den falschen Weg runtergefallen. So, ich muss den Weg unbedingt jetzt nach oben laufen. Gnome. Ich höre gerade ein Schwein. Ja, mach das. Macht oh. Versuch das auch gleich. Weil ich habe kein Essen mehr und ich habe ein bisschen viel Material. Ja, ich muss auch gleich was deswegen. Ach, das täuscht. Das ist ja cool, wenn man so die Treppe hochläuft. Material gibt's nicht. Easy going. Deswegen meine ich auch die Treppe einfach gerade bauen.
Weil dann brauchst du nicht diese Kurven überlaufen, weil das macht manchmal so ein bisschen. Buffy, okay. Hattest du versucht, Mammutbäume abzufällen? Ja. Ja, diese Mammutbäume, die du versucht abzufällen, sehe ich jetzt hier und kann sie nicht abbauen. Ja, sag ich doch. Nein, die hast du abgefällt und jetzt kann ich sie dadurch nicht mehr abfällen. Aber sammeln kannst du die Ressourcen. Nein, die sind da. Ich kann durchlaufen wie bei Dex. Ja, bei mir war das ja auch so, dass sie da so rumgeflimmert sind plötzlich. Bei mir waren sie einfach 2D und ich konnte sie nicht abarbeiten. Ja, bei mir sind sie auch 2D, das meine ich halt gerade. Das ist das Family von Dex. Hallo Elite Dino. Ein Goblin sollte nicht 3900 Leben haben. Nein. Hallo Goblin Wilderer bei uns im Haus. Warum ist denn der 2000... hier? Der Spiel ist 500. So am Arsch. Ich hab einen Goblin-Wilderer bei uns in der Base, voll geil. Der steht vor Chors Kiste, das sieht so geil aus. Ich mach ein Foto vor. Werde ich jetzt beklaut? Das sieht auch wirklich, der sieht so gebeugt von der Kiste. Oh, es ist noch mehr! Hier kommen alle von der Goblin-Wilder. Erinnerst du dich noch an die Stelle, wo du unten warst, nach draußen finden wolltest? Da habe ich dich genau an dieser Stelle gesehen vor der Kiste. Okay. Das ist, ich habe Angst langsam vor dem Spiel. Ja, ja, Chor, hier, ich bin hier der Cheater Nummer 1. Ich lasse mich vor Kisten spawnen. Ich jetzt Holz? Ja, meins. Scheiß Holz. Mann, ich will doch nur nach oben. Irgendwo. Du kannst dich nicht festpacken. Das kann ich auch machen. Ich hab das auch eben geschafft, aber. Aber ich suche es auch. Auch noch mit dabei. Aber Ruffy, du hast es geschafft, ohne es zu wollen, oder? Doch. Okay. Dann war so, ich hatte den Plan nach oben zu graben. Dann habe ich mich festgebackt beim nach oben graben. Also, es hat seinen Zweck erfüllt. Ich habe 76 Kobalt. Oh, läuft bei dir. Blö. Das sind blaue Steine, sieht aus wie Lego-Steine hier. Ja. Ja, ich habe jetzt 15 Wolf Kobalt. Ich mache mir jetzt eine Wollmütze aus Kobalt. Und ein Unterhemd. Wird ein bisschen kratzig, aber okay. Und ein String. String. Ist da noch ein String dazwischen? Ist da denn noch Stoff? Nein. Auch 40, 45, nice. Und noch ein bisschen. Vor allen Dingen, und ich habe 3 und 3 Eisen mitgenommen. Also das ist ja schon fast wie und 12 Kupfer. Da unten kriegst du echt wirklich kein Low-Material. Da kriegst du echt nur noch High-End edel. Böse Zeugs. Nur noch edel. Ja. Junge, was mache ich denn Wolfram jetzt? Wolfram habe ich. Was ich jetzt auch wieder bekommen habe, ist ein Energiekern. Faded Energiekern, den kriegst du von den gelben Robotern, Dex. Das heißt, das ist das Ding, was du vorhin bekommen hattest, wo du nicht wusstest, woher du es bekommen hattest. Okay. Warte. Entschuldigung. Guten Morgen. Na, hallo, ihr kleinen Wilderer. Was steht denn ihr hier in der Base herum? Jumbei? Dedakorn, das ist eine Lüge. Kruzifix. Da wird der CPU sich verrückt, immer. Au. Arschloch. Komm her hier, wenn du mich hauen willst. Was? Du hast einen Gegner, der dich angreift? Nee, ich hab keinen Platz. Ja, ja. Kobold. Ein Gegner? Da Pflanzenmaterial. Gibt's das noch? Ja, hab ich haufenweise. Du cheatest doch! Gegner, die angreifen. Der Kobold hat gerade 2200 Leben gehabt. Ja, haben sie das mehrere Gegner halt. Oh, ich glaube, ich pack gerade. Aha, ja, noch ein Cheater. Nee, ich pack mich fest. Also noch ein normaler Mensch, sorry. Noch ein normaler Mensch. Aber das ist Vergangenheitsform mit dem Leben, weil mittlerweile ist er bei 700 angekommen. Wo bist du? Da. So, jetzt ist er gleich tot. Juhu. Die sehen so geil aus, wie die Kiste vor der Kiste stehen hier. Das ist so cool. Oh, ist das schön bunt hier unten mit dem ganzen Metall. Oh, Schweinwitz, was willst du jetzt? Hast du mich jetzt ehrlich an, du dummes Schwein? Aber ich mache ihn jetzt. Ich muss es tun. Ich muss es tun, Leute. Hört es? Nee, ich mache mir gerade einen Kobaltbohrer. Ich will unbedingt das andere Zeugs abarbeiten jetzt. Den habe ich gerade auch.
Jetzt muss ich das andere zeigen. Das ist auch so der nächste. Aber jetzt muss ich erstmal mein Material hier loswerden, was ich alles nicht. Oh, ist das schön. Uiuiui, ich freue mich. Ist ja fast wie bei wie so einem Kindergeburtstag hier. Nee, es ist Bitte Weihnachten. Nicht. Ich glaube, für Kindergeburtstag sind wir nicht jugendfrei genug. Da habe ich was verkloppt. Hä? Aber wo ist jetzt der Weg nach oben? Wo sind die Fackeln? Wo ist. Ich bin auch nach oben unterwegs. Wenn ich jetzt den Punkt finde, dieses grüne Zeug, was ich hier unten gefunden habe, abzubauen, mich rauszuwagen. Du verhungerst. Ja, danke, GG. GG. Ja, GG. Jetzt verhungerst du nicht mehr. Gut. Nein, ich fall jetzt nicht in dieses Loch. Oh, mach mal einen Sprung. Ein Hechter. Also einfach rein damit. Genau, sehr sportlich. Nee. Dawn sagte schon. Ist hier gerade jemand reingekommen bei uns in die Base? Nein, ich bin gerade rausgegangen aus der Base. Hast du die Goblin-Wilder noch nicht gesehen? Nein, sieht man nicht, die sieht nur du. Das ist zu viel Schneedecks, das du hattest. Wollte sagen, gib dem Schneedeck die Schuld. Dex hat einfach eine Menge Fantasie. So. 50 Fackeln. Ja, ich glaube, das reicht. Meinst du? Eigentlich nicht, aber man weiß ja nie. Ach, ich brauche raues Leder. Wo kriegt man jetzt raues Leder noch mal her? Kannst du von mir haben. Aber das heißt nicht, dass du es von hierher kommst, bekommst. Das heißt, dass ich es dir gebe. Nicht, dass du jetzt immer sagst, Dex. Ach, ich habe raue Tierhaut. Hat sich erledigt, Dex. Raue Tiervorhaut. Nein, ich... Und heute nur im Angebot. Kein Kommentar. Nein, aber gut, dass ihr nicht zugehört habt. Ich bin runterfallen. Nein! Kollisionsabfrage für. Aber hier, wo du gerade bist und stehst, immer klar, das ist so hauchdünn, jetzt fällst du runter. Wow. Mensch, jetzt sind Achso, Scheiße, Stone ist schon wieder weg. Ich brauch Fleisch. Ja. Ich krieg hier kein Fleisch mehr. Ich stehe hier das auf dem trockenen Mann. Dex, willst du mit dem Fleisch haben? Wenn du Fleisch hast, her damit. Ja, und da bin Wo ich bist du denn gerade? Rein. In der Base. Bei der Base. Ja, warte, ich komm sofort. Kannst du was haben? Ich hab 12 Fleisch noch. Ich hab von da runtergefallen. Das heißt, da müsste ich doch... Irgendwie weird, man baut eine Pflanze ab. Bist du eigentlich immer noch mit deinem Eisen, mit deinem Kupferschwert unterwegs, Gruffy? Das Kupferschwert ist doch kaputt, Dex. Und jetzt, was hast du jetzt? Ich bin gleich dabei, mir ein Goldschwert zu basteln. Achso, sonst hätte ich dir ein Eisenschwert gegeben. Ich baue mir schon gleich ein Goldschwert. Mal das mal teilen. Weiß jemand auch mal von euch? Okay, jetzt hab ich's. So. Das ist jetzt, glaube der. Als ich wieder in die Höhle runter war, Dex, ich meine Kuppelbohrer gemacht habe, die fünfte Spinne und der vierte blaue Kobold. Meine Kiste mal eine Biene holen. Ich sehe noch Höhle. Ich will nach oben, ich will nicht nach geradeaus. Genug brauchst du was? Soll ich irgendwas mitbringen? Ja. Ich habe noch genug Essen, ich habe noch Werkzeuge. Ich habe keine Ahnung, wo der Weg ist, die kannst du mitbringen. Achso, ich hätte du brauchst vielleicht Holz oder sowas, vielleicht kann ich die ja. Ja, kann momentan nicht. Das hole ich dann gleich, wenn ich es schaffe, hochzukommen und mich mal abzuladen. Okay, ich brauche noch mehr Pflanzenmaterial für das. Okay. Dann sammeln wir mehr Pflanzenmaterial gedöns. Lass mich irgendwo raus. Wo bin ich denn? Technisch Karte. Oh, nicht weit weg. Okay. Mir geht's wieder gut. Tschüss, Goblin-Wilderer, meine Freunde. Ich finde es gut, da kommt man nach Hause, dann hast du wenigstens da Leute. Mit euch kann man ja nicht rechnen, ihr seid ja mal irgendwo unterirdisch. Das sind keine Freunde, sind nie da. Dex, das passiert alles nur in deinem Kopf. Was, dass wir Freunde sind? Also die Treppe ist schon irgendwie ein bisschen gefährlich, weil wenn man so schnell läuft, der baut gar nicht so schnell das Ganze auf. Dann bleibt man irgendwas hängen. Ja, und das sieht auch mal ganz, ganz gruselig aus.
Wenn man dann bis zur anderen Seite durchgucken kann, meinst du? Ja, Jan, so wide away. Dann mach mal eine Tür zwischendurch rein. Stop. Open the door, please. Bremse. Eine Bremstür. Leute, guckt euch das Bild an. Oh, das war gerade ein Bild für die Götter. Meine Güte. Na, was hast du gesehen? Oh nein, oh nein, oh nein! Ich habe gerade gesehen, ich habe gerade gar nichts mehr gesehen. Also keine Felsen, nichts mehr von Felsen. Ich konnte nur die Kristalle im Nichts, ne? Ja, ich konnte die ganze Welt unterirdisch sehen gerade. Als ob es durchgebackt hat. Nein, nein. Es baut sich nicht so schnell auf teilweise. So. Dann kannst du halt gucken, wo gewisse Materialien sind. Nein, die siehst du ja noch nicht. Du siehst nur die Kristalle. Ausschließlich. Ja, ich meine, das ist doch auch Material. Ja, okay. Ja. So, jetzt. Und jetzt. Nein, ich kann das nicht abarbeiten mit dem Ding. Oh, das war das falsche Ding. Okay. Geht auch nicht. Was heißt denn das für Material? Super Spezialmaterial. Wo weißt du, dass du immer nur eins höher kommst mit Ja, ich habe aber jetzt einen Kobalt gemacht. Mit dem Kobalt kann ich das auch nicht abarbeiten. Was ist denn das für Material, ey? Vielleicht Titan. Zerstörmhammer brauchst du den ersten. Nee, Titanium? Ach, ich kann jetzt nur Titanium abarbeiten, Achtung. Und danach kommt Thorium, also muss ich erstmal... Genau. Immer nur plus eins. Mich greifen Gegner an. Hallo, das ist... Bug. Gegner. Einer oder einer mit ganz langen Beinen? Also so ein mit so einem ganz langen. Genau. Ich glaube, mit so einem ganz langen Ding. Genau der. Der hieß Joe. Deswegen auch immer. Long Long Silver. Long Long Silver. Nee, so hieß der Wechsler. Oh nein, die Gegner sind da. Yay, ich kann mein Schwert basteln. Nice. Holst. So, jetzt muss ich schon. Die Gold-Dings gibt's, muss man ja eine neue Vorlage machen. Okay. Die Wände sind bunt hier unten, das geht ja gar nicht. Ah, hast du das jetzt gefunden? Du hast, glaube ich, dann Carborundum. Nein, oder bunt wegen Materialien. Achso. Ich stelle mir kurz eine Kiste hin, wenn ich wieder auf die Welt hochspawne, und kann schnell alles ausleeren, weiter runtergehen. Der weg. Oh, ich bohre mich gerade nach oben hindurch. Erdschicht bin ich schon mal. Moment. Hier ja, bin ich in den Stein gesetzt. Viel weiter nach oben. Oh, hier kommt man irgendwo raus. Ich habe ja Stiere, Zahnheil schon. Sei mal ganz kurz leise. Hier unten pfeift der Wind. Habt ihr das schon mal mitbekommen? Erstmal, dass ich davon höre. Nein. Hier pfeift wirklich der Wind, so ganz leise. Das ist voll komisch, also irgendwie voll gruselig. Ein Säuseln. Ja. Wo ist Gnome neben dir? Ich wollte gerade sagen, das ist das asthmatische Schnauben durch die Nase. Ich hab Stones Ding hier gefunden. Fackeln. Stones, die hat er seins verloren? Wusste ich gar nichts von. Denkst du, weißt doch, wie süß. Nee, nein. Weiß ich nichts von. Ich weiß nicht, dass der süß ist, bitte. Hallo? Wer sind sie? Wo bist du rausgekommen? Über der Base. Also über dem Klotz hier unten, der letzten. Wie sieht's eigentlich aus, Bruno? Bist du eigentlich wieder irgendwie... Ich hab eine Krabbe hier unten. Die hängt an dir dran. Auch mit endlos Bike, ne? Nee. Ja, guck mich an, die greift mich nicht mehr, die läuft mir nur hinterher. Vielleicht merkst du dich. Ich finde die Krabben lustig, die machen schöne Sounds, finde ich voll lustig. Verhungerst, wir müssen auf jeden Fall gleich mal neu starten, wir gehen irgendwann auch die Bären aus. Ja, nein. Moment, du kannst dich ja selbst neu starten, das ist ja, ach, das ja stimmt, damit nichts zu tun. Oh, dein Mikrofon! Helf uns! Helf uns! Nein. Weiß ich nicht mehr zu helfen. Hier unten ist sogar noch ein bisschen Kupfer. Das sammle ich jetzt aber nicht weiter ein. Ich will doch eigentlich den Weg nach oben suchen. Da oben, wo es irgendwie... Könnte es hell werden. So. Leuchtend von Kristallen, diese Welt.
Hey, mich greift ein Gegner an. Hallo Fackel. Das Spiel ist kaputt. Hier ist der Goldding. Magel. Das Spiel ist kaputt. Das greifen mich Gegner an. Ja, sowas nicht. Du musst das Spiel neu starten. Wenn die Gegner jetzt hier angreifen, das ist nicht in Ordnung. So kann man heutzutage auch nicht. So kann man nicht mehr farmen. So, das geht einfach nicht. Wie soll man denn so arbeiten? Dauerei, ha? Ja, was ist das? Schlimm sowas. Weil diese Jugend von heute. Ja, diese Goblins von heute. Bin gleich wieder. Ja, bis gleich. Die haben wohl noch nicht von Artikel 13 gehört. Meine Güte. Siehst du, es hat aufgehört. Wir sind beleidigt. Ich sag hey du und dann verschwindet der vor meinen Augen. Oh mein Gott, ich hab Angst langsam. Ich glaube, der hat vor dir Angst gehabt. Stell dir mal vor, jemand hat gesagt, ja, ich hab Kobolde erfunden, also das Design davon und kein anderer darf mal die Kobolde nutzen. Wer versucht mich zu hauen? Ach du. Wer kämpft gerade gegen Nacht? Gegen Kobold? Ich hab hier unten Kobold, der. Unten? Du bist immer über mir. Es mag sein, ich bin hier irgendwo bei den Fackeln und den ganzen Kristallen. Okay, dann bist du über mir, ja. Ich weiß nur nicht, wo die Treppe ist. Ich kann dich abholen und dann zur Treppe bringen, wenn du das möchtest. Ah, und ich bin schon wieder irgendwie durch fünf Höhlen durchgefallen. Bug oder richtig? Nein, ich bin über eine Kante gelaufen und habe nur dreimal eine Höhlenwand an mir vorbei fliegen sehen und einen Boden. Ich sehe gerade auch einen Goblin-Bilder, der vor meinem Eingang ist. Irgendwie. So. Also hier ist es ja wirklich so, du kannst ja keine 3 Meter weit gucken. Ich habe einen goldenen Roboter und der macht aber auch nichts. Ach, da oben knallt. Dann versuche ich da mal hinzugehen. No, bist du hier? Ich bin gerade bei. Moment, ich muss hier mal ein bisschen Stein abbauen, weil sonst komme ich hier nicht hoch. Mein Schatten. Gnom wurde ich noch nie genannt. okay. Zu viele Fantasy-Filme geguckt. Hier ist ein blauer Kristall mit einem roten Kristall drin. Naja, den roten kann ich auch nicht. Der hängt ein Goblin-Wilderer mit dem Kopf in der Decke fest. Die hatten einfach dagegen gehauen. Der versteht die Welt nicht mehr, warum man mich nicht hauen kann. Ich habe jetzt gerade eine Wand aufgerissen, weil ich hier Kobalt finde. Und was habe ich gefunden? Eine Höhle. Aber noch größer als sonst, ne? Meine Güte, wie das Ding aussieht. Hier ist der Wächterroboter, der Tote. Okay. Wo bist du? Bleib stehen. Genau neben dem toten Wächterroboter, oben. Hallo, Hallo. Guck mal hier, willst du mal meine Höhle sehen, die ich gerade gefunden habe? Hier im Nebel. Alter, was? Hier im Nebel. Ist das riesig, Alter. Komm einfach mit. Komm mit mir in diese Höhle. Ich hab Angst im Dunkeln. Ja, ich hab mal Licht gemacht. Wie es mir geht, ich muss nachher noch alleine zurück. Krass, ne? Oh, was ist denn das? Ist das Gold? Das sieht aber nicht aus wie Gold. Was ist das? Hä? Ich glaube, langsam kriege ich den Bug auch, weil ich sehe jetzt unten Wölfe in der Höhle. Ne, die Entwickler sind die Gegner ausgegangen, die wussten nicht mehr was, dann haben sie jetzt einfach wieder Höhle. Oh, irgendwann hast du auch Bäume. Soll ich den Weg zurückfinden, helfen? Ich mach dir, ja gleich, ich mach dir hier gerade erstmal eine Treppe rein, dass man hier runterlaufen kann. Also eine Treppe im Nirgendwo. Okay. Hip und hopp. Ja, was heißt denn nirgendwo? Ich hab hier nur ein bisschen Stein bearbeitet, dass du rumlaufen kannst. Das ist richtig gruselig hier unten. Ja. Weißt du warum? Ich hab jetzt gerade, das sah so wirklich aus wie so ein Horrorfilm. Hier unten, guck mal, da ist er noch. Der ist nämlich gerade so einfach so an mir vorbei und da runtergelaufen, so ins Dunkle. Ach, er da. Gott. Einfach so im Dunkeln, so als ob der sich überhaupt nicht für mich interessiert. So, ich gehe einfach mal nie vorbei.
Gott. Da guck, wie der läuft einfach so. Was macht der denn da unten? Der pieft sich doch eine Zigarette. Ja, irgendwas Wildes auf jeden Fall. Ich glaube, ich höre jetzt auf, über so welche Sachen zu reden. Nachher. Nee. Florian, du darfst das nicht mehr gucken. Der hat Zigarette gesagt. Das ist nicht mehr so schön, diese Let's Plays. Da ist mir zu viel Tanga drin und so. Zu viel Kobold. Und hier geht's auch wieder Kilometer nach unten, wenn man über die Kante hüpft. Hast du hier schon mal rüber geguckt, Dex? Wo ist du hier? Hast hier die Fackel gesetzt. Wo ist hier? Wo bist du? Oberhalb. Ah, okay. Okay. Hallo? Und da runter zu fallen ist somit das Schlimmste, was im Moment passieren kann, würde ich behaupten. Ja, ich weil. Du einfach nicht wieder hoch. Du kommst nicht mehr hoch, nö. Nee. Komm, wir gehen mal zurück zur Treppe. Ich glaube, das ist das Sinnvollste. Oh, hier ist noch was. Boah, wir kriegen aber jetzt sind wir aber echt richtig gut. Also ich schon recht gut ausgerüstet von Werkzeugen jetzt her. Oh. Aber es liegt auch zum Teil mit daran, dass da niemand angreift. Ja. Könnte vielleicht daran liegen. Tot. Also, tot. Eben. Bewegt sich nicht mehr. Ja. Bewegungsunfähig. Was sagst du dazu? Bist auch schon tot. Ja, der bewegt sich auch nicht mehr. So, wie geht's weiter? Ich muss mal Folgendes ganz kurz machen. Ich nehme mal das hier. 6. Aus einem Weg. Mhm. Das sollten wir uns auch angewöhnen. Hier unten die Wege vielleicht sogar aus einem anderen Material zu bauen, damit man. Hier, guck mal. Da vorne ist die Krabbe. Das ist die Krabbe, die du meintest, ne? Das könnte die Krabbe sein, muss aber nicht. Wir müssen übrigens hier hoch. Da hoch, okay. Das Problem ist, wir müssen da hoch. Und wir müssen, glaube ich, dann erstmal hier. Ne, wir müssen irgendwie hoch. Eine Etage höher. Moment, wo müssen wir hin? Eine Etage höher. Nach da. Oben. Dann mache ich das doch mal eben. Ich mach das mal eben mit dem Kobold hier weg. Oh Gott, ich bin wieder tiefer runtergefallen. Du kannst keinen Schritt zurück, rückwärts gehen und zack, bist du. Fällst wieder runter. Sollte man nicht versuchen. Versuchen, verloren. Hallo Goblin-Wilder. Wo? Siehst aus, als wärst du schon mal totgehauen worden. Meinst du nur? Oh, und wieder runtergefallen. Back in der Matrix. Nee, das Problem ist, dass hier zu unklar ist, wo man laufen kann. So, und jetzt da hoch. Oh Gott, ich kann wieder durch die ganze Welt gucken. Da ist die Treppe. Treppe! 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 So, ich erstmal hoch jetzt hier. Ich erstmal hoch. Ich mach mal wohl weiter hier unten. Ich komm mal mit hoch erstmal ganz kurz, weil erstmal ist die Folge sowieso jetzt gleich schon wieder vorbei. Und ich meine meinen ganzen Scheiß loswerden muss. Ich habe ganz viel Gerumpel. Ich hab echt. Ja, nicht viel, aber Gutes. Nee, bau dich erst auf. Dann lass mich weiterlaufen. Ich sehe die Sonne schon scheinen. Ich hänge hier gerade an irgendwas fest, das ist doof. Ich glaube, ich mache jetzt mal, wenn ich jetzt die Aufnahme jetzt mal gleich stoppe, dann mache ich, glaube ich, mal einen Neustart, oder? Bin gerade ganz deep drin, also ich würde gerade. Ja. Ich habe gerade fester Stein abgebaut und Titan, Erz. Okay, krass.
So, hier muss noch was weg. Das geht so nicht. Titan. Achso, Titan habe ich aber auch schon. Titan, ja, Titanerz. Habe ich schon 34 Stück. Könnte ich mir direkt einen Titanbohrer herstellen und dann nach unten zum nächsten. Das könnte ich ja eigentlich machen. Ja, genau, das ist doch jetzt der Verlauf. Das wäre das der Sinn, ne? Na, ja. Na, ich fahre mir kurz den Titan hier ab und dann gehe ich auf Oberflächentour und dann können wir neu starten. Aber wir machen jetzt mal Folgendes. Wir fahren mal ein paar Klamotten, ein paar Bauteile und wenn wir unten sind, an dieser Stelle, wo wir jetzt gerade sind, an der letzten Stelle unten, und bauen uns dort mal eine Festung hin. Ein kleines Haus? Ja, was Größeres, dann schon was. Ja, okay. Das würde ich bevorzugen. Weil wenn wir jetzt schon nachher keinen Back mehr haben, Back frei, es geht nicht, ich bin arg gewohnt, dann wäre das mal gar nicht mal so schlecht, wenn du dann so eine Zwischenbase hättest. Frage ist halt bei so einer Zwischenbase mit dem Bett. Bei welchem Bett spawnst du immer? Beim zuletzt gestellten. Es gibt gar keinen Titaniumbohrer. Es gibt danach einen Titanium. Es gibt keinen Bohrer, es gibt da so einen richtigen Drill. Thorium, Titanium, Presslufthammer. Ja. Ich bin bekloppt, ey. Ich hab ein bisschen Titan aufgesammelt. Das ist ja krass. Nox, ich bin mal kurz AFK. Okay. Jo, bis gleich. Dafür braucht man komplexe Maschinenbauteile, hab ich. Und diesen einen einzigen Fate Energy Kern. Das daher, was ich gerade eben gefunden habe. Lucky Luke. Gut, dann sage ich dann erstmal tschüss, bis zur nächsten Folge. Und dann geht's runter mit all dem besten Stinkefinger. Ach ne, das ist ja dann Presslufthammer, haben ist ja was anderes. Muss ich mal gucken, was ich dann da mache. Bis dann. Und tschüss.